Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und einem neuen Interview. Ich spreche heute mit meiner lieben Freundin Yvette über Spiritualität im Mama-Alltag. Wie wir das umsetzen, was wir für Rituale haben. Und zu Beginn fände ich es ganz schön, wenn du dich nochmal kurz vorstellst, wer du bist, was du so machst, wie du so lebst. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Ich bin Yvette, ich bin 45 Jahre alt, ich habe einen 8-jährigen Sohn. Ich beschäftige mich sehr viel mit Energiearbeit, mit Human Design, mit Reiki, ja. Und Spiritualität im Alltag lebe ich halt einfach, ja. Kannst du noch so einen Punkt in deinem Leben festmachen, wo du sagst, da habe ich begonnen, mich überhaupt mit Spiritualität zu beschäftigen und das in meinen Alltag zu integrieren? Ich glaube, grundsätzlich bin ich schon immer ein sehr spiritueller Mensch, weil ich schon immer daran glaube, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ich habe mich schon immer mit dem Räuchern befasst. Also was heißt schon immer, ne? Aber schon lange. Aber so der Knackpunkt war eigentlich meine Brustkrebserkrankung, dass ich gemerkt habe, okay, da ist noch mehr. Da ist einfach noch mehr als nur Arbeit und Familienalltag, ja. Und ja, das war so der Punkt, wo das alles noch intensiver wurde. Ja. Und hattest du, also da warst du ja schon Mama. Das heißt, du hattest nicht diesen Cut von, okay, jetzt bin ich Mama und jetzt muss ich gucken, wie ich das irgendwie anders mache. Das heißt, du warst schon Mama und hast dann mehr Spiritualität in dein Leben geholt, sprich ja auch mehr Zeit darauf verwendet. Hattest du da irgendwo mal Schwierigkeiten oder war das eine ganz einfache Sache für dich? Nee, war es nicht, natürlich nicht. Es war aber so ein schleichender Prozess, sage ich mal, ne? Ich habe immer mehr gemerkt, wie wichtig mir das ist, wie gut es mir tut und auch, wie gut ich meinen Sohn eigentlich auch einbinden kann oder informieren kann darüber, ne? Also Mama meditiert jetzt, wenn Mama so da sitzt, dann Mama nicht ansprechen, so, ne? Ja, also das, nee, aber es war ein schleichender Prozess, auf jeden Fall. Das war nicht, von jetzt auf gleich in meinem Alltag, sondern es fing mit kleinen Dingen an und es wird jetzt immer mehr. Mein Sohn wird auch älter und dann ist das auch einfacher, er versteht viel mehr, ne? Ja. Genau. Aber es ist dieses überhaupt erstmal irgendwas machen. Ne? So ganz kleine Schritte. Und damit entkräften wir schon mal ein Vorurteil, man kann das machen, wenn Kinder mit im Raum sind. Oder man kann das machen, wenn die nicht schlafen. Weil ja immer so dieses ist, oh, ich muss warten, bis die schlafen. Und dann bin ich eigentlich müde. Muss es gar nicht. Also Spiritualität kann ja von morgens bis abends stattfinden und auch wenn die Kinder da mit dabei sind. Ja. Das heißt, dein Sohn wächst auch schon damit auf. Ja, absolut. Und das finde ich so wahnsinnig wertvoll auch für unsere Kinder. Und magst du so ein paar Sachen erzählen, die du ganz konkret im Alltag machst? Also das Meditieren habe ich ja gerade schon angesprochen. Das mache ich auf jeden Fall. Und mein Sohn weiß auch, ne? Mama sitzt so da. Mama nicht ansprechen. Ja. Und ich habe auch schon Meditation mit ihm zusammen versucht, ne? Aber er ist so ein unruhiger Geist, das also so, ja, 5 bis 10 Minuten klappt schon ganz gut, aber er reicht ja auch, ne? Ja. Das muss man auch mal mitgeben. Meditieren heißt nicht eine Stunde stillsitzen und die Gedanken beobachten, sondern man kann jetzt 10-minütige geführte Meditation machen und das kann einem so viel Kraft geben, ja. Und was ich eben noch mache, ist zum Beispiel räuchern, regelmäßig räuchern, ne? Also die schlechten Energien aus dem Haus vertreiben und die guten wieder einladen. Und das kann man auch super gut mit Kindern machen, ne? Also mein Sohn hat oft Angst vor Geistern. Der geht nicht gerne im Dunkeln in sein Zimmer, ne? Weil er sagt, da sind Geister. Und dann sage ich, okay, komm, wenn du das denkst, dann geh mal halt mit Palo Santo durch dein Zimmer oder mit Salbei und räuchern mal so die Ecken aus. Vielleicht hat sich da wieder jemand versteckt, der nicht hingehört, ne? Und ja, und ich versuche ihm aber auch mitzugeben, dass diese Geister ja nichts Böses von ihm wollen, sondern ganz nette Gesellen sind quasi, ja? So was mache ich, ja. Wenn er einen schlechten Tag hat, Heilsteine, ne? Ich benutze selber Heilsteine
Für mich, steck mir den in, weiß ich, Rosenquarz in den BH für die Selbstliebe zum Beispiel, ne? Also Steine im BH stecken macht Habe ich noch sowieso nie sonst. gemacht, das probiere ich Nein. dann gleich aus. Ja, musst nur abends aufpassen, wenn du dich ausziehst, Na ne? gut. Unter Umständen laut rumsen. Ja. Ja, sowas. Karten ziehen, ne? Ich ziehe mir. Also nicht regelmäßig, sondern so, wie ich das spüre, ziehe ich mir Orakelkarten. Und mein Sohn, der fragt dann auch schon, kann ich nicht auch mal eine Karte ziehen? Ne? Und da habe ich hier speziell so Kinderkarten, Mutmacherkarten. Die sind schön. Und ja, und da kann er sich dann halt auch eine Karte ziehen, weil die versteht er halt gut, ne? Das sind so, das sind kindgerechte Karten einfach. Ja. Oder ein Krafttier, das findet er auch immer schön, ein Krafttier ziehen. Ne? Wenn es in der Schule mal wieder knifflig wird, dann kriegt er halt ein Krafttier. Und ich weiß, du benutzt zum Beispiel auch so Auraspray und Ja. so. Das ist ja auch gelebte Spiritualität, die Ja. nicht bedeutet, oh, ich muss eine Stunde jetzt hier irgendwie was machen. Es sind so diese ganz vielen Kleinigkeiten, die es ausmachen. Genau. Also, um meine Aura zu schützen, nutze ich diese Aura-Sprays halt und ich mache das auch mit Reiki, ne? Und wenn ich meinen Sohn in die Schule schicke und merke, es ist halt gerade vielleicht eine schwierige Zeit, dann mache ich wie so ein, das kann man mit Reiki machen, wie so ein Kokon um ihn drum, ne? Und ja, mit einfachen Mitteln kann man auch sagen, dem Kind sagen, stell dir vor, du ziehst jetzt deinen gelben Regenmantel an und da prallt alles ab, alles, was negativ ist, was Freunde dir an den Kopf werfen, ne? Das prallt da ab und du bist geschützt. So, ne? Dann kannst du auch die Kapuze aufsetzen, das ist noch viel besser. Ja. Also, ja, solche. Also bei uns heißt das Mantel des Lichts. Ja. Aber der ist auch gelb, genau. Und das war auch so faszinierend. Wir haben das einmal zusammen gemacht. Ne? Ich habe das für ihn angeleitet. Und den nächsten Tag hat er mir schon erzählt, also ich habe meinen Mantel heute in der Schule angezogen. Ja. So schön. Ja. Und Was? Kinder sind so offen dafür. Kinder Ja. sind so offen dafür. Also man sollte nicht denken, ich kann das nicht mit Kindern machen. Das war auch anfangs, dachte ich auch, naja, wie soll ich das denn meinem Sohn vermitteln? Aber das sind ja nur, ja, wie eben das Räuchern gegen die Geister und so. Das ist ja alles, was Kinder auch verstehen, ja. Also eigentlich ist das wirklich eine einfache Geschichte, das in seinen Alltag zu. Aber ich glaube, es hat viel damit zu tun, ob du authentisch diese Spiritualität lebst und dir das erlaubst und das nicht versteckst, weil Leute könnten was Falsches denken. Und wenn es für dich natürlich ist, ist es ja für deine Kinder auch, weil die das ja nicht als komisch empfinden. Hattest du jemals Probleme damit, zu sagen, ich bin spirituell, ich lebe so, bin ich halt. Ach, das habe ich immer wieder, also im Umkreis, also meine Familie und die Familie meines Freundes, die sind halt gar nicht so spirituell, ne? Und da habe ich anfangs gar nichts drüber erzählt, so, ne? Und jetzt lasse ich das immer mal wieder so einfließen und also ich glaube, ich bin halt einfach auch gewachsen seit dieser Erkrankung und mir ist es halt einfach auch egal, was andere darüber denken. Ist so schön. Sollen andere Und ihre Sachen machen und ich mache das halt. ja, und man findet Menschen, die Ja. das, ne? So wie wir uns darüber austauschen. Ja. Und ich habe auch noch zwei andere Freundinnen, die dann so sind. Und dann hast du da deinen Kreis von Menschen, mit denen du da über diese Themen sprechen kannst und dich austauschen kannst. Und das ist ganz doll wertvoll. Was würdest du sagen, hat so Spiritualität für einen Einfluss auf dein Leben oder für Vorteile in deinem Leben? Na, erstmal finde ich, mit Meditation oder wenn ich journal, ne, oder so, da, ich finde zu mir selbst, ja. Ich weiß, was ich im Innersten möchte. So. Und ich finde, das ist das größte Geschenk eigentlich, was man sich selbst machen kann. Ja, und ja, das finde ich einfach. Und man zieht Kraft daraus, finde ich. Also gerade Ja. wenn man Meditation nimmt, ist ja das beste Beispiel, ne? Du wirst ruhiger, du bist entspannter, du kannst aber auch Energie daraus ziehen, um mehr Kraft für den Tag zu haben. Aber auch diese ganz vielen kleinen Rituale, finde ich, haben ganz viel was damit zu tun, dass ich mehr Kraft und Energie in meinem Mama-Alltag habe, weil ich so mit mir verbunden bin.
Ja, und genau. nicht so sehr im Außen bin und ganz viel reflektiere und aufarbeite und heile. Das passiert ja einfach zwangsläufig so auf dem Ja, Weg. genau. Und ich heile ja nicht nur mich selbst, sondern ich heile auch meine Mutter damit zum Beispiel. Und ich heile auch die Leben quasi meiner Kinder oder meines Kindes, ne? Also nicht nur ich selbst heile, sondern eben ich gebe das meinem Kind auch mit, ne? Der kriegt nicht quasi meinen scheiß Rucksack aufgesetzt, sondern ne, er kann davon befreit leben, ja. Und gerade während der Krankheit war das auch so wichtig für mich, einfach diese spirituellen Rituale zu haben, ja, weil nicht immer wieder an diese Krankheit zu denken, sondern einfach auch mal loszulassen und ja, schöne Dinge in den Alltag holen. Ja. Und wir befinden uns jetzt gerade, also wir sind da heute ganz frisch reingeschlittert in einer ganz besonderen Zeit des Jahres für Menschen, die spirituell sind, die das leben. Heute haben nämlich die Sperrnächte begonnen. Magst du mal kurz erzählen, was die Sperrnächte sind, was das bedeutet? Also die Sperrnächte, das sind die 12 Nächte vor der Wintersonnenwende. Das sind quasi die dunkelsten Tage im Jahr, ne? Weil mit der Wintersonnenwende kommt ja das Licht wieder. Und früher wurde das eben auch mit dem Julfest gefeiert, dass das Licht wiederkommt. Also die Sperrnächte, so wie die Rauhnächte, das sind ganz, ganz alte Traditionen, die überliefert sind aus der vorchristlichen Zeit. Und die heißen Sperrnächte, weil die Bauern hatten nichts mehr auf ihren Feldern zu tun und haben dann ihre ganzen Gerätschaften und Materialien zurückgesperrt quasi, ne, eingesperrt. Es musste ja auch alles gut verschlossen sein, weil in den dunkelsten Tagen des Jahres gibt es auch diese wilde Jagd der Geister und nicht, dass die da irgendwas durcheinander bringen. Also es wurde alles gut versperrt quasi. Und in diesen 12 Nächten, jede Sperrnacht sozusagen steht für einen Monat des vergangenen Jahres. So, also die heutige Nacht vom 8. zum 9. Dezember, die steht für den Januar. Und so geht das dann immer weiter, ne? Vom 9. zum 10. die steht für den Februar. Also im vergangenen Jahr. Und man kann da eben eine gute Rückschau, ja, machen. Sich nochmal ins Gedächtnis rufen. Was war denn letztes Jahr im Januar? Oder dieses Jahr im Januar? Was war dieses Jahr im Januar? Und was habe ich aus diesen Erfahrungen, die ich da gemacht habe, gelernt? Was kann ich da mitnehmen? Und das, ja, die Bauern damals oder die Menschen damals, die haben das auch zur Rückschau benutzt, ne, diese Zeit, weil rausgehen konnte man nicht, es war kalt, Kerzenlicht war teuer, ne, also Kerzen hat man nicht einfach jetzt so inflationär angezündet, sondern es war einfach teuer und man musste sehen, dass man sich warm hält. Und die Leute haben eben überlegt, ne, wie war das letzte Jahr? Wo hatten wir Erfolge? Was können wir aus diesen Dingen lernen, die uns passiert sind? Ja. Ja, also ich möchte nochmal sagen, auch keine Angst davor zu haben, das gedanklich nochmal aufzurollen, was war da, auch wenn da Mist war, kann man da das nochmal als Anreiz nutzen, das liebevoll abzuschließen, das zu akzeptieren, was da passiert ist und es aber in dem alten Jahr zu lassen. Nochmal zu gucken, hey, was habe ich vielleicht daraus gelernt? Was kann ich Gutes daraus für mich nochmal mitnehmen? Und da nochmal wirklich so jeden Monat durchzu, ich finde das so toll. Da nochmal so einen Rundum-Abschluss zu haben, zu sagen, ich nehme keine Altlasten aus dem Jahr mit, weil die sperre ich weg. Ja. Und was ganz Tolles vorbereitet für die Sperrnächte. Magst du das kurz nochmal erzählen? Wir verlinken es auf jeden Fall in der Infobox. Ja, ich habe ein Workbook vorbereitet für die Sperrnächte mit einer kurzen Einleitung, was die Sperrnächte überhaupt sind und dann mit Journaling-Fragen für jeden Tag. Dass man sich nochmal eben rückbesinnen kann. Was war da? Und man kann das ja auch so machen, ne, wenn da viel Mist war, den man nicht mitnehmen möchte, dann faltet man diesen Zettel halt zusammen und verbrennt ihn und schickt ihn ins Universum und sagt, danke, okay, für diese Erfahrung. Vielen Dank. Nächstes Jahr mache ich vielleicht andere Erfahrungen. Und ich finde das tatsächlich auch immer heilsam, nochmal zu gucken, okay, da war richtig viel Mist. Aber was ist dann mit mir passiert? Also, Genau. ne, bin ich daran vielleicht gewachsen, das mal Ja. wirklich sich auch so bewusst zu machen? Und dann hast du schon gesagt, auf die Sperrnächte folgen dann die Rauhnächte. Die begehen wir schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Was macht man denn dann nach den Sperrnächten in den Rauhnächten? Also so wie die Sperrnächte eben die Rückschau sind auf das vergangene Jahr, so kann man in den Rauhnächten
auf das Folgende herblicken. Was wünsche ich mir? Jede Rauhnacht steht wieder für einen Monat des folgenden Jahres. Und so kann man überlegen, was möchte ich mir gerne einladen für dieses Jahr? Jede Rauhnacht hat auch ein bestimmtes Thema. Ja, also, und ja, dann kann man auch wieder in sich gehen und überlegen, was sind denn meine Ziele, meine Wünsche für das nächste Jahr? Also, da geht man nach vorne quasi. Ja, mir hilft es auch immer so, einen Plan zu haben, nicht so ziellos ins neue Jahr zu laufen und aber auch positiv in das Jahr zu starten, keine Angst vor dem Jahr zum Beispiel zu haben und sich eher darauf zu freuen, was denn dann da jetzt alles von dem kommt, was ich da gerade eingeladen habe in den letzten 12 Nächten. Und du bietest in diesem Jahr eine Rauhnachtsbegleitung an. Wie kann ich mir das vorstellen? Was machst du? Was erwartet uns da? Also, das erste große Treffen ist sozusagen zur Wintersonnenwende am 21. Dezember. Und da meditieren wir, bereiten die 13 Wünsche vor, also das 13-Wünsche-Ritual. Das bedeutet, dass man sich 13 Wünsche für das neue Jahr aufschreibt und 12 davon verbrennt man in jeder Rauhnacht. Also eine davon verbrennt man in jeder Rauhnacht, kommt also auf 12. Ja, und um den 13. Wunsch darf man sich selber kümmern. Genau. Und das bereiten wir vor. Und dann zu den Rauhnächten, die ab dem 24. Dezember, 24. auf dem 25. ist die erste Rauhnacht. Ab dem 25. Dezember findet jeden Morgen 7:30 Uhr eine Meditation statt. Und ich verbinde die Rauhnächte mit den 12 Archetypen, mit den 12 weiblichen Archetypen. Und dazu werde ich dann auch ein paar Worte sagen. Ja, und auch zu der jeweiligen Rauhnacht. Es soll relativ kurz gehalten sein, dass man eben jetzt nicht stundenlang mit den Rauhnächten beschäftigt ist, sondern einfach so einen kurzen Einstieg in den Tag hat und dann für sich selbstständig auch nochmal gucken kann. Ne? Was hat man geträumt in der Nacht? Ich habe auch ein paar Journaling-Fragen, die jeder, so wie er möchte, dann auch noch beantworten kann für sich. Genau. Also übrigens ist bei mir der 13. Wunsch immer derselbe. Also ich war sehr erfolgreich damit, den bisher umzusetzen. Vielleicht ist es dieses Jahr ein anderer. Ich glaube, ich habe den in diesem Jahr besser realisieren können. Aber das ist so das Spannende daran, finde ich auch immer wieder. Und es macht so ein, es hat eine ganz bestimmte Atmosphäre, finde ich immer. Und ich liebe das, ich mag das. Und man wird ja auch eingeladen, das so ein bisschen ruhiger zu machen, bei sich zu sein, ne, sich selbst Gutes zu tun. Und das ist ja perfekt, ne? Meditieren, mal so gucken, mich aufs neue Jahr ausrichten, das alte nochmal gut abschließen. Finde ich wundervoll. Vor allen Dingen finde ich es auch schön, als Einstieg zu sagen, ich würde 2024 gerne mehr für mich machen, reflektierter werden, Spiritualität mehr in meinen Alltag einleben. Und das so zu nehmen, um da so einen wunderschönen Übergang, dieses kleine Schritte, peu à peu. Finde ich wundervoll. Auch dazu die Anmeldung zu deiner Rauhnachtsbegleitung packen wir auch unten in die Infobox. Und dann danke ich dir sehr. Es war so schön, diesen Austausch, den wir privat jeden Tag haben, auch mal allen anderen zugänglich zu machen. Und es sollte so zur Inspiration dienen, zur, hey, es ist möglich. Wir sind beide Mama, aber wir leben das. Es ist ganz einfach. Und kommentiert doch gerne mal, was sind eure Rituale? Seid ihr spirituell? Habt ihr da noch Schwierigkeiten mit, das in euren Alltag zu integrieren? Da können wir uns auch super gerne mit austauschen. Und alle Links zu Yvette packe ich unten in die Infobox. Könnt ihr euch sehr gerne angucken. Ich danke dir wie immer für deine Zeit. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und wir sehen uns dann bald wieder beim nächsten Mal und wünschen euch jetzt wundervolle Sperr- und Rauhnächte. Von Herzen. Ja, tschüss. Tschüss.